Und damit kommen wir wieder zurück. Ich habe mir in der Zwischenzeit ein bisschen meine Sachen aufgerüstet, falls ihr es so sehen wollt. Also ein bisschen was. Breitseitenkanonen wäre natürlich noch was Schönes. Habe ich nur gerade kein Metall dafür. Aber ich habe mir ein bisschen was gegönnt. So, wir sind jetzt auch, wenn wir jetzt rausgucken, habe auch die Missionen gemacht, also die Seemissionen und so weiter. Sind wir jetzt noch so 800 Meter von der Mission entfernt. Das kriegen wir dann auch noch hin. Wenn er mal diesen geile Upgrade-Dings da fertig machen würde. Gut. Ab ans Steuer. So. Reisegeschwindigkeit. Mopsgeschwindigkeit. Können wir dadurch schneller oder? Wir haben jetzt eine zweite Schnase reingeschnitten. Das ist doch schön. Ja gut. Captain Cook. £10.000. Egal. Ich habe genügend Geld. Mir fehlt nur ein Rohstoff. So bald hatte ich euch nicht wieder erwartet. Ich habe de la Vérendries Reisekarten. Aber der Kerl hat sie verschlüsselt, ich verstehe sie nicht. Vielleicht habt ihr ja mehr Glück. Seltsam. Eine uralte Chiffre. Einmal sah ich sie bereits. Ich könnte sie zeichnen. Oder ihr könntet mich begleiten. Finden wir de la Vérendries. Ein dringendes Anliegen. Also dann, segeln wir wieder zusammen. Darf ich jetzt wieder aufs 60er Schiff? Bitte. Ich wette, euch verbindet etwas mit unserem Freund de la Vérendries. Eine sofortige Abneigung. Wie konnte ich ihnen nur vertrauen? Freunden, die einen solchen Schurken dulden. Mein Gott, was hat der Mann euch angetan für solchen Hass? Ich kenne ihn nur als Spross einer Familie von Entdeckern, welche die Grenzen der bekannten Welt ausgedehnt hat. Von den wenigen Begegnungen mit ihm kann ich sagen, dass er sehr aufbrausend ist. Ihr wollt sagen, dass er ein streitsüchtiger Bastard ist? Ja. Meine Seekampagne war erfolgreich. Kanonenfeuer inmitten des Nebels. Könnte das de la Vérendries sein? Vielleicht. Das ist eine Geheimmission. Sie wollen keine Zeugen ihrer Reise hinterlassen. Ja, aber dafür. Ein Schiff, Sir, vom Bug her! Haben die. Vor uns. Ein bisschen. Was in der Kapitän. Ein bisschen was liegen lassen. Dass ihr nicht zu spät kommt. Wir sind hier ernsthaft im Nachteil. Wir holen auf. Die Morrigan lässt uns nicht im Stich. Ja. Oh. Erstmal die Kleinen weg. Ja, erstmal die Kleinen wegmachen. Dann.
Aua! Das war jetzt nicht so geil. Ne. So. Dich habe ich hinbekommen. Jetzt kann ich hoffentlich damit natürlich die Morrigan reparieren, um gegen das scheiß große Schiff zu kämpfen. Hahaha. So macht man das, meine Lieben. Und jetzt kann ich weiterkämpfen. Ja, einmal drehen. Und Gas geben. Ups. Ja, ich weiß. Das ist jetzt vielleicht nicht so geil. Nein. Weg hier! Reisegeschwindigkeit! Oh! Ja, ich muss noch einmal treffen. Nicht lange aufhalten. Und vielleicht können wir sie ja so überraschen. Oh Manu, jetzt wollte ich auch noch den Rest haben. Achtung! Oh. Shit. Ein Hinterhalt! Haltet das Schiff! Ach, nicht die schöne Morgen. Der Mörser, mehr weiß ich nicht. Voraus, Captain! Ach, Scheiße! Jetzt habe ich ja nur noch so. Öffnet die Hauptsegel! Da sind sie. Feuer!
richtige Erfolg. Lästig bis zum Schluss. De La Vérendrye ist zurückgeblieben, um uns aufzuhalten. Und das mit Sicherheit freiwillig. Na? Was? Ich hab die jetzt schon. Das geht so schnell mit dem. Oh ne. Das, Scheiße, sag jetzt nicht, dass ich... Ah, gut. Ich gehe nicht drunter. Ich habe letztens irgendwann mal Könige der Wellen wieder geguckt. War ja schon ein geiler Kinofilm. Nein, ich möchte gerne das Ding haben. So macht man das. Und, Bauerntölpel? Glaubt ihr immer noch, die Templer haben recht? Jawohl, vollkommen. Nach Norden! Hope hatte recht. Ich gebe eine gute Ablenkung. Ich hast du ihn nicht getötet. Glaube ich zumindest. Naja. Danke für die Hilfe, Captain Cook. Gern geschehen, Captain Cormac. Mit euch zu segeln ist wahrlich interessant. Der Ärger verfolgt uns, das stimmt. Sagt mir die Wahrheit. Gehört ihr zu einer größeren Organisation? Zur Admiralität. Ihr erhaltet wohl euren Befehl direkt von ihrer Majestät, oder? Selbst wenn, dürften wir es nicht sagen. Ja, ist gut. Nehmt diese Karten. De La Vérendrye braucht sie jetzt nicht mehr. Wir werden uns bei euch melden wegen zukünftiger Reisen, Captain. Hab Dank. Schön. Was? Wie soll man denn dabei keinen Schaden nehmen? Gut. Die wird was komplizierter, wenn man die auf 100% spielen möchte. Ich guck mal. Kann man harponieren. Mal gucken, was man hier so bekommt. Er ist da drüben! Oh. Den weißen Wal nicht. Aua. Oh. Das kann, Genau so.
Ruhig jetzt. Er ist gleich müde. Ja, das glaube ich nicht so ganz. So ist richtig. Hey. Wieso habe ich jetzt eigentlich nur so und so viele Harpunen? Ich dachte, ich hätte mehr. So ist richtig. Ja. Das Biest ist verletzt. Oh ja. Hey! Ach Mist! Ach, das Vieh hat... Das waren schon wieder zwei. Frag mich jetzt, ob ich mit meinen sieben noch auskomme. Das wäre richtig Pech. Oh ja. Da kommt der. Ich hab's gesehen. Da. Ah, noch einmal. Mist. Oh. Der war schwer zu besiegen. Das muss man sagen. Der war schwer zu besiegen. Es ist der Weißwal. Moby Dick. Eine gute Ausbeute, Sir. Weißwalhaut. Ja? Nee.